Medientechnologen der Fachrichtung Print produzieren Prospekte, Plakate, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, spezielle Verpackungen, Geschäftsberichte oder hochwertige Broschüren. Sie arbeiten mit großen, sehr teuren Offset-Digital- oder Tiefdruckmaschinen, die über 18.000 Bogen pro Stunde drucken. Der Offset-Druck ist die am meisten verbreitete Drucktechnik, wenn es um große Auflagen geht. Man unterscheidet zwischen dem Rollendruck, vor allem für Zeitungen und Zeitschriften, und, wie hier, dem Bogendruck. Mein Name ist Dario Colucci und ich bin Medientechnologe in der Fachrichtung Print. Dann löse ich schnell auslösen. Von der Mitarbeiterin der Druckvorstufe erhält der Medientechnologe den Auftrag in Form von digitalen Druckdaten. Für jeden Auftrag richtet er die Maschine neu ein und programmiert diese. Er stellt die Druckplatten und das Papier bereit und stimmt sorgfältig die vier Grundfarben an. Ich habe den Beruf gewählt, weil ich das Zusammenspiel von verschiedenen Elementen wie modernste Technik, Farb und Lack, Druckunterlagen und so weiter immer wieder eindrücklich finden. Man kann viel beeinflussen, das ist spannend. Das heisst aber auch, dass man sehr sorgfältig und konzentriert arbeiten muss, damit das Produkt immer die höchsten Anforderungen erfüllt. Teamarbeit ist sehr wichtig, vor allem wenn man schnell produzieren muss. Als Medientechnologe arbeite ich mit teuren Hightech-Maschinen. Immer wieder kommen Neuheiten auf den Markt. Permanente Weiterbildung ist in meinem Beruf ganz klar ein Muss. Am liebsten habe ich aufwendige Aufträge, zum Beispiel einen Katalog mit hochwertigen Bildern. Alles muss perfekt stimmen. Zum Beispiel alle Farben, der Lack und die Bildübergänge über mehrere Seiten. Und so weiter. Nichts geht ohne Überprüfung. Regelmäßig mache ich Strichproben. Ich kontrolliere von Auge, mit der Lupe und elektronisch. Je nachdem muss ich nachjustieren. Alles muss hundertprozentig stimmen, bevor ich den ganzen Druckvorgang starten kann. Ich bin immer wieder fasziniert davon, in was für eine super Qualität man Bilder und Text aufs Papier bringen kann. Neben dem eigentlichen Drucken gibt es auch die sogenannte Veredelung. Dazu gehört zum Beispiel das Lackieren oder wie hier das Rillen für das einfachere Falten vom Prospekt. In meinem Beruf haben wir Schichtarbeit. Manchmal muss ich auch in der Nacht arbeiten oder eine Früh- oder eine Sportschicht machen. Es ist ein Rotationsprinzip. Mich persönlich stört es nicht. Ich habe den frei, wenn die anderen arbeiten. Zu meinen Aufgaben gehören natürlich auch der Unterhalt und die Pflege der Druckmaschine. Oder um es einfach auszudrücken, kein sauberer Druck ohne saubere Maschine. Ich arbeite hauptsächlich an der Offset-Druckmaschine. Aber je nach Auftrag werde ich auch an grossen Digitaldruckmaschinen eingesetzt. Meistens wird auf diesen Maschinen gedruckt, wenn die Auflage nicht so hoch ist. Da läuft alles viel automatischer an. Der Offset-Druck und der Digitaldruck sind zwar zwei verschiedene Verfahren, aber gemeinsam ist bei beiden die sorgfältige Programmierung der Maschine und natürlich die konsequente Kontrolle. Schöne Momente gibt es natürlich viele. Einer ist zum Beispiel, wenn ich in meinem Briefkasten ein Prospekt finde, das ich selber gedruckt habe. Es ist ein gutes Gefühl, weil ich merke, dass das, was ich mache, eine gewisse Reichweite und Wichtigkeit hat. Was meine berufliche Zukunft angeht, möchte ich mich sicher noch weiterbilden, um vielleicht einmal eine ganze Abteilung zu leiten. Neben dem gerade vorgestellten Bogendruck zählt zur Fachrichtung Print auch der sogenannte Rollendruck, ebenfalls ein Offset-Druckverfahren. Es wird hauptsächlich in der Produktion von Zeitungen oder Zeitschriften angewendet. Die Medientechnologin bedruckt mit Hilfe der eingespannten Druckplatten und gemäß dem farbverbindlichen Gut zum Druck das Papier. Bis die tonnenschweren Papierrollen bedruckt, geschnitten, gefalzt und schließlich als Zeitungen fertig in den Versandraum kommen, braucht es viele Arbeitsschritte und genaueste Kontrollen.
Spezielle an meinem Beruf ist, dass wir mit riesigen Maschinen arbeiten. Sie können bis zu 3-4 Stockwerke hoch sein. Es sind sehr komplexe Maschinen. Ein gutes technisches Verständnis ist Voraussetzung in meinem Beruf. Der Stress bei uns ist vor allem der Termindruck. Wenn wir einen Produktionswechsel haben, zum Beispiel wenn wir von einer Zeitung auf die andere wechseln, mit Platten raus, Papier wechseln, neu einfärben, das muss schnell gehen. Ohne Kommunikationsfähigkeit läuft bei uns nichts. Es gibt Kunden, die kommen vorbei, schauen unsere Farbabstimmungen an und geben dann das Gute zum Druck. Hallo, das ist noch Ramona. Können wir mit dem Walliseller starten? Ja, mit Vorfall. Mit Vorfall. Die meisten von unseren Kunden sind sehr angenehm. Es gibt aber auch Kunden, die sehr kompliziert sind. Da muss ich ruhig und geduldig sein. Und exakt und sorgfältig weiterarbeiten. Ich schaue am Steuerpult die Zeitungen an, vergleiche ein Bild mit dem Softberuf, der farbverbindlich ist, gebe entsprechend Farben, sodass zum Beispiel der Pulli rot ist und nicht blau. Unsere Grundfarben sind Cyan, Magenta, Yellow und Black. Mit diesen Grundfarben kann ich alle anderen Farben erstellen. Am Hauptpult habe ich die Übersicht über den ganzen Druckprozess. Wenn mal etwas nicht stimmt, muss ich rechtzeitig stoppen und sofort schauen, wo der Fehler ist. Das heisst, wenn wir Verspätung haben, hat der Versandraum automatisch auch Verspätung.